In diesem Video zeige ich dir, wie du ganz einfach den Ladevorgang deines elektrischen Mercedes über das Navigationssystem bezahlen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu Mein Anders TV. In diesem Video zeige ich dir, wie du Mercedes Me Charge einrichtest und wie du natürlich auch dann über dein Auto den Ladevorgang bezahlen kannst. Als erstes müsst ihr natürlich ein Mercedes Me Konto haben. Das müssen wir natürlich über den Servicepartner einrichten. Der nächste Schritt wäre dann, den Mercedes Me Charge Vertrag übers Mercedes Me Konto einzurichten. Und das seht ihr genau jetzt. Damit wir den Dienst Mercedes Me Charge einrichten können, ist natürlich ein Mercedes Me Konto Muss. Falls Sie dieses noch nicht haben, können wir uns hier zum Beispiel auf der Mercedes-Benz Homepage registrieren und uns dann beim Händler freischalten lassen. Ansonsten können wir auch gerne alles bei unserem Händler unserer Wahl einrichten lassen. Wir beginnen nun mit der Einrichtung des Mercedes Me Charge Dienstes. Als erstes loggen wir uns ein auf der Mercedes-Benz Homepage. Sobald wir eingeloggt sind, gehen wir wieder oben hier rechts in der Ecke auf den Punkt Mercedes Me Konto. Dort wählen wir meine Fahrzeuge aus und sollten dann schon sofort unseren Mercedes-Benz finden. Jetzt möchten wir unsere Mercedes-Me-Dienste verwalten. Also klicken wir hier auf den Punkt Dienste verwalten. Nun können wir tatsächlich schon all unsere aktivierten Dienste unseres Fahrzeuges sehen. Und suchen dann den Dienst Mercedes-Me-Charge. Der befindet sich hier unten. Wir sehen, unsere Laufzeit läuft bis zum 2.10.2022 und wir möchten jetzt unseren Vertrag verwalten. Wir können natürlich hier auf den Info-Button klicken und können dann nochmal einiges an Informationen zu dem Dienst finden. Wir möchten aber jetzt den Vertrag einrichten, also klicken wir auf Vertrag verwalten. Auch hier stehen nochmal die Datenübermittlung an Drittanbieter, das heißt, dass uns noch einmal klar gemacht wird, was hier an Daten verwaltet und gesendet wird. Und jetzt sind wir schon auf der Mercedes Me Charge Seite sozusagen und wir werden quasi geführt, den Dienst einzurichten bzw. den Vertrag abzuschließen. Ich klicke jetzt hier auf Fortfahren. Hier schon mal meine Fahrgestellnummer meines Fahrzeuges. Falls die nicht automatisch übernommen werden sollten, können wir die natürlich auch manuell eingeben. Ich füge nochmal den Rest hinzu und gehe dann auf Fortfahren. Hier können wir auswählen, ob es ein Privat- oder ein Firmenkonto ist. Beim Firmenkonto können wir noch unsere Firma hinterlegen. Beim Privatkonto können wir jetzt direkt zu den Zahlungsdaten weitergehen. Wir nehmen den Punkt Kreditkarte. PayPal wäre natürlich auch möglich. Wählen unseren Kartentyp aus und geben dann unsere Kartennummer ein. Sobald wir alles ausgefüllt haben, können wir auch schon auf den Punkt weitergehen. Das Ganze wurde jetzt übernommen und überprüft. Somit können wir zum nächsten Schritt fortfahren. So, hier wird uns nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass wir den Tarif Mercedes Me Charge nutzen und natürlich die Preise je nach Betreiber der Ladesäule abweichen können. Hier sind auch nochmal die Länder aufgeführt, in welchen das Ganze möglich ist. Und jetzt können wir zum Beispiel unseren Vertrag noch umbenennen. Und ganz wichtig, wenn wir noch keine Mercedes Me Charge Karte haben, also eine RFID-Karte, können wir uns die hier auch kostenlos zuschicken lassen. Und wir sehen schon, in 2 bis 3 Werktagen wird die automatisch an uns per Post gesendet. Und wir können nicht nur über Mercedes Me App oder übers Fahrzeug, sondern auch über die RFID-Karte das Ganze an der Ladesäule bezahlen. Jetzt müssen wir einmal die allgemeinen Geschäftsbedingungen bestätigen. Hier sind nochmal alle Daten zusammengefasst. Und nun können wir schon den Mercedes Me Charge Vertrag erstellen. Um euch das jetzt einmal zu zeigen, sind wir auch an einer Ladesäule angekommen, die dieses System unterstützt, also dass wir quasi über das Fahrzeug, über das MBUX-System bezahlen können. Ihr seht schon, da hinten ist die Ladesäule, hier ist unser Auto. Wir gehen jetzt mal ins Auto rein und ich zeige euch mal jetzt ganz genau, wie das funktionieren wird. Wir befinden uns jetzt im Auto. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Mercedes Me Charge ist eingerichtet. Und das Einzige, was wir jetzt tun müssen, wir müssen jetzt in unserem Navigationssystem auf die Ladesäulen tippen und können uns dann die Ladesäule auswählen, in der wir gerade stehen und können über das Fahrzeug sagen, Ladevorgang jetzt starten. Das heißt, wenn ich hier jetzt auf Starten drücke, dann klemme ich gleich mal den Stecker ans Auto an, drücke auf Starten und der Ladevorgang wird gestartet und ganz einfach über Mercedes Me Charge abgerechnet. Das heißt,
wir starten den Ladevorgang, lassen das Auto laden, fahren wieder los und kriegen am Ende des Monats eine Rechnung von dem, was wir hier getankt haben. Wir brauchen also bei dieser Lade weder eine RFID-Karte, wir brauchen keine Kreditkarte, wir brauchen auch keine App. Das geht alles übers Fahrzeug und das Fahrzeug würde natürlich auch, wenn wir jetzt eine längere Route anfahren würden, würde uns eine Route vorgeben und dann natürlich auch die Ladesäulen berücksichtigen, wo wir mit Mercedes Me Charge laden können. Und das Ladenetz ist mittlerweile weltweit vorhanden und wir haben wahnsinnig viele Ladesäulen, sodass wir eigentlich immer gut von A nach B kommen und immer die passende Ladesäule finden werden. Also, ich starte jetzt mal den Ladevorgang und werde dann gleich das Fahrzeug an die Ladesäule anschließen. Jetzt kann ich einmal die Stelle auswählen, welche ich nehmen möchte. Also hier gibt es zwei Ladepunkte. Ich wähle mal den ersten, das wäre jetzt ein Typ 2 Stecker. Und dann kann ich gleich direkt Kabel anstecken und los geht's. Hier steht nochmal der Tarif. Also, ich müsste jetzt tatsächlich 5,40 Euro die Stunde bezahlen. Mir sagt mir noch nachträglich das Kabel entfernen, weil sonst zusätzliche Kosten entstehen könnten. Und das Ganze wird angeboten durch den Dienst Digital Charging Solutions. Das ist auch der Dienst, der mit Mercedes Me Charge quasi in Verbindung gebracht wird. Und ich tippe auf OK und kann dann gleich den Ladevorgang starten. Also, wir haben jetzt gerade den Ladevorgang im Auto gestartet und dadurch ist jetzt auch die Klappe entriegelt worden, die nämlich normalerweise verschlossen ist. Das heißt, unser Auto hat gerade per Internet gesagt, Ladesäule, geh an, mach die Klappe auf. Ich stecke das Ganze jetzt mal einmal ein. So. Und würde den Rest ins Fahrzeug einstecken. Und schon wird unser Ladevorgang gestartet. Und das war's eigentlich schon. Wir können ja nochmal hier auf der anderen Seite schauen. Also wie ihr seht, hier ist tatsächlich das Ganze verschlossen und wir können nicht so einfach daran. Wir müssen also quasi über unser Auto die Ladesäule freischalten, damit auch die Klappe aufgeht und wir unseren Stecker einstecken können. Also unser Fahrzeug lädt jetzt tatsächlich vollautomatisch auf. Was heißt vollautomatisch? Das Kabel einstecken mussten wir noch. Wie ihr sehen könnt, kann ich jetzt hier auch im Fahrzeug den Ladevorgang wieder beenden. Dann wird automatisch die Abrechnung gestartet und ich kriege eine Rechnung über diesen Ladevorgang zugeschickt. Wir können aber auch noch, wenn wir Mercedes Me Charge eingerichtet haben, Ladesäulen über unsere Mercedes Me App suchen. Das heißt, ich schaue mal ganz kurz auf mein Handy, gehe jetzt auf die Mercedes Me App. Und schon sehen wir, hier ist unser EQC und ich gehe jetzt mal auf die Karte und kann jetzt ein bisschen rauszoomen. Der blaue Punkt bin ich, das schwarze ist mein Auto, ich muss mich noch eben selber finden. Und hier haben wir so einen Punkt, so einen Blitz. Und über diesen Blitz können wir tatsächlich alle Ladesäulen in der Nähe finden. Hier wäre zum Beispiel eine, wenn wir die auswählen, dann können wir uns genau zu dieser Ladesäule hin navigieren lassen. Und hier würde jetzt auch genau stehen, ah okay, wo ist die Ladesäule? Was für Möglichkeiten habe ich hier? Ist hier ein CCS-Stecker, also ein Schnelllader, oder kann ich nur mit Typ 2 laden, so wie es hier dargestellt ist? Die Ladesäule ist 24 Stunden geöffnet und hier steht natürlich auch gleich dabei der Ladetarif oder die geschätzten Ladekosten bis zum Maximalzustand von 100%. Hier stehen dann nochmal die Funktionen, wie das Ganze freigeschaltet werden kann, also einmal quasi per Mercedes Me Charge Card oder RFID Card, dann über die Mercedes Me App und sogar über unser MBUX-System, so wie wir es hier gerade dargestellt haben. Hier ist nochmal der Punkt Ladevorgang starten. Das heißt, ich kann auch so das Ganze sogar über die App starten. Ich bräuchte also nicht im Auto machen oder über RFID-Karte, ich könnte es auch nur über die App machen. Ja, und das waren schon so ein paar Informationen zu unserem Mercedes Me Charge-Dienst. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, unser Fahrzeug zu laden. Und tatsächlich ist es wahnsinnig einfach, wenn wir den Dienst eingerichtet haben. Also zusammenfassend, wir können über das Fahrzeug laden, über das MBUX-System. Wir können über die Mercedes Me App die Ladesäule freischalten. Oder wir können das Ganze halt über die RFID-Card freischalten, über die Mercedes Me Charge-Karte, die wir auch kostenlos zugeschickt bekommen. Vorteil daran ist einfach, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, wie das Ganze bezahlt wird. Es wird einfach einmal im Monat über den Mercedes Me Charge-Vertrag abgerechnet. Und wir müssen es im Endeffekt nur einmal im Gesamten bezahlen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr wisst jetzt ganz genau, wie ihr Mercedes Me Charge nutzen sollt. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, kommentiert einfach gerne. Und ganz wichtig, wenn euch das Video wirklich gefallen hat, tut ihr uns einen ganz großen Gefallen, wenn ihr uns einfach abonniert, unser Video liked und natürlich ganz, ganz vielen davon erzählt. Darüber würden wir uns sehr freuen und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und bis nächste Woche in unserem nächsten Video.